Seit IDIUS 8.31 können Sie IDIUS-Projekte mit bis zu 64 Audiokanälen erstellen und exportieren. In den meisten Fällen wird man dennoch in Stereo, also Zweikanal, arbeiten. Um einen Audioclip aus IDIUS an ein anderes Programm zu übergeben, exportiert man den gewünschten Bereich am besten als PCM-WAV. Im Exportdialog unter Erweitert, Audioformat ändern, kann man die gewünschte Kanalzahl wählen. Standardmäßig entspricht diese der aktuellen Projekteinstellung. In der Auswahlliste ist die aktuelle Projekteinstellung mit einem Sternchen markiert. Sollte in Ihrem Fall der Bereich Kanäle ausgegraut sein, so haben Sie wahrscheinlich die Option in 16-Bit Zweikanal exportieren aktiviert. Diese Option reduziert das Audio beim Export immer auf Zweikanal Stereo 16-Bit. Um die Anzahl der Kanäle ändern zu können, deaktivieren Sie bitte die Option. Obwohl nicht in der Liste aufgeführt, ist auch der Export eines einzelnen Kanals, also eines Monoclips, möglich. Dazu geben Sie einfach die Zahl 1 unter Kanäle an. Jetzt wird das Audio mit nur einem Kanal exportiert. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer IDIUS Podcast-Playlist. Weitere Infos zu IDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf idius.de.